Heute das Thema bei Anne Will. Ausspähen unter Freunden geht doch. Wie glaubwürdig ist Angela Merkel noch? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Guten Abend. Angela Merkel stand mal im Ruf, eine Schicht aus Teflon zu haben. Nichts blieb an ihr hängen, nichts brannte an, egal was auch immer schief geht. Jetzt allerdings sieht sich die Kanzlerin dem massiven Vorwurf der Lüge ausgesetzt. Und selbst eine ehemalige Kabinettskollegin sagt, sie fühlte sich vom Kanzleramt hinter die Fichte geführt. Bei uns sind Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Justizministerin in der schwarz-gelben Koalition, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Stefan Mayer, der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel und unser Journalistenkollege Georg Mascolo. Herzlich willkommen. Sie lässt sich einfach nicht abschütteln, die Geheimdienstaffäre um NSA und BND, und wird nun auch für die Kanzlerin immer gefährlicher. Angela Merkels Glaubwürdigkeit gerät mit der Geheimdienstaffäre ins Wanken. Laut Spiegel-Umfrage gibt jeder dritte Befragte an, dass durch die Affäre um die Zusammenarbeit zwischen BND und NSA sein Vertrauen in die Bundeskanzlerin gesunken ist. Dabei formulierte die Kanzlerin einst: Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Und die Bundesregierung hatte mitten im Wahlkampf 2013 Konsequenzen angekündigt. Keine Spionage unter Freunden. Die US-Seite hat uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten. Regierungssprecher Seibert betont, es wird ein No-Spy-Agreement zwischen BND und NSA geben. Und der damalige Innenminister Friedrich legt nach: Wir haben die Zusage, dass ein solches Abkommen bald geschlossen werden kann. Doch NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung haben jetzt den damaligen E-Mail-Verkehr zwischen den Beratern von Kanzleramt und Weißem Haus öffentlich gemacht. Und plötzlich scheint klar, für Obama-Beraterin Karen Donfried stand ein solches Abkommen offenbar nie zur Debatte. Dies wird kein No-Spy-Abkommen werden. Und ich glaube, jeder hier auf unserer Seite hat das auch fortwährend die ganze Zeit über klar zum Ausdruck gebracht. Sollte es zutreffen, dass die USA tatsächlich nie in Aussicht gestellt haben, dass es überhaupt zu einem solchen No-Spy-Abkommen zwischen Deutschland und US-Amerika kommen kann, dann hat die Union im Wahlkampf 2013 gelogen. Ich kann nur hier in der Öffentlichkeit sagen, dass jeder nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet hat. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie haben am Montag in einem Interview gesagt, Sie fühlten sich vom Kanzleramt hinter die Fichte geführt. Glauben Sie Angela Merkel also nicht, dass jeder nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet hat? Die Frage ist, was ist hier bestes Wissen und bestes Gewissen? Es geht ja darum, was sind die Fakten? Ich bin damals noch als Justizminister im Kabinett davon ausgegangen, dass es sehr gute Chancen gibt, ein Abkommen zu bekommen, ein sogenanntes No-Spy-Abkommen, ohne dass nun irgendwie bekannt war, mit welchem Inhalt. Aber natürlich vor dem Hintergrund der Publikationen durch Edward Snowden eine Absprache zur Einschränkung der geheimdienstlichen gegenseitigen Tätigkeit. Das hat sich ja immer dahinter verborgen, oder das war immer die Zielrichtung. Und ich habe jetzt auch sehr sorgfältig den veröffentlichten E-Mail-Verkehr gelesen, den ich jetzt das erste Mal zu Gesicht bekommen habe. Und danach haben zwar wohl einige von den Geheimdienstverantwortlichen, der Alexander und der Klepper, in den Vereinigten Staaten gesagt, man könne ja mal über ein Abkommen reden. Aber Alexander ist der Chef der NSA, ja, Klepper ist der Chef der aller amerikanischer Geheimdienste. Genau, der oberste Geheimdienstkoordinator. Mhm. Und danach war ja eigentlich ganz klar, nur das Weiße Haus kann sagen, es gibt so ein Abkommen. Da hat man nie so etwas gesagt. Und die Erklärung von Präsident Obama jetzt macht ja eigentlich deutlich, dass das wirklich auch nie beabsichtigt war. Es wäre das erste Abkommen überhaupt, das es dann gegeben hätte mit Deutschland. Und da wollte man natürlich überhaupt gar keinen Präzedenzfall schaffen. Also alles in allem, es wurde eine große Erwartung geweckt und es war ein wichtiges Thema damals in der
Regierung und in der Koalition als erste Antwort auf das, was Edward Snowden publiziert hat. Aber jetzt wollen wir es uns noch mal vor Augen halten. Sie waren im Kabinett, Sie waren Justizministerin, Sie sitzen dort mit Ronald Pofalla, dem Kanzleramtsminister. Sie sitzen mit Hans-Peter Friedrich, Sie sitzen mit Thomas de Maizière, die damals in Ämtern waren. Sie sitzen mit der Kanzlerin. Hat Ihnen da jemals irgendjemand bedeutet, dass ein solches Abkommen, No-Spy-Abkommen genannt, vielleicht gar nicht ernsthaft verhandelt wird, sondern möglicherweise nur so halb gar in Aussicht gestellt ist? Oder haben Sie überhaupt keine Zweifel gehabt, dass das Ding verhandelt wird? Also, dass über ein Abkommen verhandelt wird, das war für mich nicht zweifelhaft. Was rauskommt... Das haben Sie geglaubt. Das habe ich geglaubt, Ihnen so auch dass versichert. Da... verhandelt wird, dass man sich bemüht, zu einem Ergebnis zu kommen, aber dass eben auch Verhandlungen darüber stattfinden und nicht nur irgendjemand sagt, es könnte vielleicht irgendetwas in der Richtung mal passieren, aber wir können gar nichts tun, weil erst das Weiße Haus entscheiden muss. Das war der Stand damals, das war ja im Juni, die Veröffentlichung von Edward Snowden. Dann waren diese Beratungen, die wir da noch im Kabinett, das waren ja die letzten Kabinettssitzungen, die wir dann vor der Sommerpause, Mitte August, Ende August und September, wo dann das Kabinett nicht mehr getagt hat, hatten. Und da war das Gegenstand auch von einem 8-Punkte-Katalog, der im Kabinett beschlossen wurde, wo auch andere Dinge drin standen, zum Beispiel auch ein Datenschutzabkommen mit den Vereinigten Staaten, anderes mehr. Das war dann auch Gegenstand noch der Jahrespressekonferenz der Bundeskanzlerin, die turnusgemäß dann zum letzten Mal stattgefunden hat. Und da hatte ich keine Anhaltspunkte, dass das nicht ernsthaft gemeint ist. Wenn Sie jetzt sagen, Sie fühlten sich hinter die Fichte geführt, heißt das dann, Sie fühlen sich belogen? Ich spreche nicht von belogen, ich spreche nur von einer ganz anderen Erwartungshaltung, die ich hatte. Gerade weil dieses Abkommen oder der Versuch zu einem No-Spy-Abkommen damals in einer sehr aufgeregten, emotionalen Wahlkampfsituation ein ganz wichtiger Punkt gewesen ist. Um deutlich zu machen, wir versuchen auch auf dieser Ebene, wo es ja so schwierig ist, ausländischen Geheimdiensten auch Grenzen zu ziehen, zu sehen, wie kann man ihre Tätigkeit begrenzen. Jetzt nicht nur mit Blick, was machen sie in Deutschland, sondern generell. Und deshalb hatte das schon einen hohen Stellenwert. Herr Mayer, haben Angela Merkel, Ronald Pofalla, Hans-Peter Friedrich und Thomas de Maizière in Sachen No-Spy-Abkommen die Unwahrheit gesagt? Nein, sie haben nicht die Unwahrheit gesagt, weil es konkret nicht nur ein Angebot der US-Amerikaner gab, ein No-Spy-Abkommen zu verhandeln, sondern es gab auch ganz konkrete Verhandlungen. Es gab Verhandlungen zwischen dem BND und der NSA. Ich habe heute auch zufällig noch mal bei einem Besuch der BND-Außenstelle in Bad Aibling mit dem BND-Präsidenten Gerhard Schindler gesprochen, der mir noch mal ausdrücklich versichert hat, es gab auf Fachebene intensivste Verhandlungen zwischen dem BND und der NSA bis weit in das Jahr 2014 hinein, also bis weit nach der Bundestagswahl. Es sind sogar ganz konkrete Entwürfe gegenseitig ausgetauscht worden. Also es ist bar jeglicher Realität, jetzt zu sagen, es hätte nie ein Angebot gegeben. Es gab nicht nur ein konkretes Angebot, sondern es ist ganz dezidiert auch an Verhandlungstexten mit den Amerikanern gesprochen worden über ein derartiges No-Spy-Abkommen oder über eine derartige Kooperationsvereinbarung. Nun haben Sie am Samstag aber auch ganz sicher die Süddeutsche Zeitung oder in Vorbereitung auf heute Abend dann aber auf jeden Fall mal gelesen. Dann können wir uns ja noch mal angucken. Das muss sie ja im Nachhinein auch mit ihren zusätzlichen Informationen ein bisschen stutzig machen, wenn Karen Donfried, Obamas damalige Chefstrategin für Europa, schreibt. Jeder hier auf unserer Seite hat das auch fortwährend die ganze Zeit über klar zum Ausdruck gebracht, nämlich, dass es kein No-Spy-Abkommen geben werde. Da mag ja auf anderer Ebene irgendwas besprochen worden sein. Die einzig entscheidende Ebene war aber das Weiße Haus, wo Frau Donfried sitzt, und die sagt, wir haben Ihnen nie diesen Eindruck erweckt. Ja, ich nehme diese E-Mail natürlich zur Kenntnis, aber sie stört Sie nicht weiter. Stört mich natürlich, aber sie widerspricht zumindest dem, wie sich andere US-Amerikaner und General Alexander ist genannt worden, Klepper sind genannt worden. Die haben ganz konkret mit Schindler und mit seinen Leuten über ein No-Spy-Abkommen verhandelt. Aber möglicherweise ohne Prokura aus dem Weißen Haus. Das steht mir nicht zu bewerten, ob Klepper und General Alexander Prokura hatten. Aber auf jeden Fall stimmt es nicht zu behaupten, dass nie über ein No-Spy-Abkommen gesprochen wurde. Es ist ganz konkret über ein
ein derartiges Abkommen gesprochen worden mit den US-Amerikanern. Sogar der Bundesaußenminister Steinmeier, der Ende Februar 2014 in die USA geflogen ist, hat in seinen Vermerken zur Vorbereitung klar die Hinweise bekommen, er soll auch darauf drängen, intensiv darauf drängen, ein No-Spy-Abkommen mit den US-Amerikanern zu verhandeln und darauf drängen, dass es zustande kommt. Die Kanzlerin flog im Mai 2014 zu Barack Obama, Anfang Mai 2014. Auch bei diesem Besuch, bei dem fünfstündigen Gespräch im Weißen Haus, war offenkundig, auch ausweislich bestimmter Medienberichterstattungen, das Thema No-Spy-Abkommen auf der Tagesordnung. Also man kann doch jetzt nicht so tun, als ob es all diese Gespräche, Vereinbarungen, Zusagen nicht gegeben hätte. Frau Leutheusser-Schnarrenberger. Also ich glaube, dass man vielleicht hier mal unterscheiden muss. Ich habe den Eindruck, und ich nehme jetzt diesen Mailverkehr schon mal ernst, der da publiziert worden ist, dass er auch eben auch existiert, dass das so eine Beschäftigung auf Geheimdienstebene war, ohne dass da wirklich am Ende stehen konnte ein verbindliches Abkommen. Weil wenn die Geheimdienstverantwortlichen in Amerika selbst sagen, das entscheidet am Ende das Weiße Haus, und das ist natürlich auch eine wichtige Sache, das muss ja ganz oben angesiedelt sein, dann kann ja am Ende auch aus noch so viel Verhandlungen, auch mit vielen Paraffen und was man alles vielleicht gemacht haben mag, am Ende nichts herauskommen. Also das heißt, das passt nicht zusammen. Es kann sein, dass auf Arbeitsebene irgend Gespräche stattgefunden haben, aber nie mit der Zielrichtung, dass politisch am Ende wirklich ein No-Spy-Abkommen steht. Und das, denke ich, ist doch etwas, was uns jetzt auch so beschäftigt, weil ich glaube, jeder wäre froh, es gäbe eins. Auch wenn es das erste wäre. Es wäre wirklich ein wichtiger Schritt, ein Versuch wert. Und da hat mich doch die Äußerung gerade von derjenigen, und es ist ja auch mit der Verantwortung der Vorgesetzten oder der noch Verantwortlichen im Weißen Haus, Frau Rice, damals gesprochen worden und ist ja auch publiziert worden, dass da eben auch ja nichts anderes zu erwarten war. Lassen Sie sich da auch hinter die Fichte führen? Nein, ich fühle mich nicht hinter die Fichte geführt. Es ist vollkommen irreal, jetzt zu behaupten, es hätte Wahlbetrug gegeben. Das geht ja vor allem von Seiten der Opposition aus, aber teilweise auch von Seiten der SPD. Ich bin auch der Meinung, dass die SPD sich selbst keinen Gefallen tut, insbesondere die Generalsekretärin, wenn sie versucht, hier innerhalb der Regierung Opposition zu spielen. Es gab ein konkretes Angebot, es ist ganz konkret verhandelt worden. Und es hat ja nicht irgendjemand verhandelt. Es hat der BND-Präsident mit dem Chef der NSA verhandelt. Und das sind für mich zwei schon veritable Personen. Die haben unterschiedliche Entwürfe, Verhandlungsvorschläge gegenseitig ausgetauscht. Also man kann doch jetzt nicht so tun, es hätte all diese Gespräche nicht gegeben. Dass am Schluss alles unter Leitungsvorbehalt stand, dass am Schluss alles unter dem Vorbehalt der Zustimmung sowohl des Bundeskanzleramtes als auch des Weißen Hauses stand, das mag ja so sein. Aber ich hätte es auch lieber, wenn die Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis geführt hätten. Aber es gab auf jeden Fall diese konkreten Verhandlungen und deswegen sind diese Vorwürfe, es wäre Wahlbetrug betrieben worden, es wäre gelogen worden, alle vollkommen irreal. Machen Sie aber, Herr Schäfer-Gümbel. Sie haben gesagt, Ronald Pofalla, der damalige Kanzleramtsminister, habe im Wahlkampf gelogen, ganz offenbar gelogen. Und Sie wollen von der Kanzlerin erklärt wissen, ob er dies eigenmächtig oder in ihrem Auftrag tat, sprich, ob sie hat lügen lassen. Das sind natürlich massive Anschuldigungen. Welche Belege haben Sie dafür? Naja, es gibt ja erstens den Mailverkehr, der jetzt öffentlich ist, in dem es mindestens mal einen sehr begründeten Verdacht gab, dass es nie ein ernsthaftes Bemühen gab, sondern klare Signale der amerikanischen Seite, dass es zu einem No-Spy-Abkommen niemals kommen wird. Wenn das so ist und wenn sich das bestätigt, und wir sind am Anfang der Aufklärung, in solchen Affären gibt es immer drei Stufen: Aufklären, Bewerten, Konsequenzen. Und wir sind ganz am Anfang von Aufklärung. Aber Sie wenn sind sich beim das Bewerten. Bestätigen würde, wenn sich Sie das bestätigen würde, so habe ich das so auch klar formuliert, dann hat Herr Pofalla die Öffentlichkeit belogen. Und dann muss geklärt werden, ob er das eigenmächtig gemacht hat oder ob andere beteiligt waren. Und dann nehmen wir auch nichts zurück, weil das keine Frage, Herr Mayer, ist von Regierung gegen Opposition, sondern an der Stelle ist das Parlament gefordert. Die Nachrichtendienste und die Arbeit der Nachrichtendienste als nachgeordnete Behörden der Regierungen stehen unter einem klaren Kontrollvorbehalt der Parlamente. Und wenn wir sozusagen jetzt fast nur noch durch kluge Recherchen von Journalisten in der Lage sind, hinter Vorgänge zu kommen, weil offensichtlich auch in den Untersuchungsausschüssen, in den Kontrollgremien immer viel erzählt wird, aber nicht das, auf was es eigentlich ankommt, dann haben wir in der Tat die Frage aufzurufen, ob die gesetzgeberischen Grundlagen für parlamentarische Kontrolle ausreichen oder nicht.
Und wir sagen sehr klar, nach dem, was wir bisher wissen, gibt es erheblichen Aufklärungsbedarf. Das haben und wir Sie nicht sagen gesagt, auch sehr klar, dass am Ende die gesetzgeberischen Maßnahmen überprüft werden müssen, ob sie ausreichen. Sie haben ehrlich gesagt mit der Bewertung gleich angefangen, obwohl Sie jetzt sagen, eine andere Struktur wäre besser, zunächst aufzuklären und dann zu bewerten. Sie haben dem Kölner Stadtanzeiger gesagt, der ehemalige Kanzleramtschef Ronald Pofalla hat offenbar im Wahlkampf 2013 gelogen. Ja, aber dann Punkt, ja. Achtung. Die Aussicht auf ein No-Spy-Abkommen hat niemals bestanden. Offensichtlich nicht. Das sagen Sie nicht, sondern Sie wissen das aus irgendeinem Grund. Ich habe gesagt, dass er offensichtlich gelogen hat, weil offensichtlich, nach dem, was wir inzwischen wissen, was es an Hinweisen gibt, es auf der amerikanischen Seite nie die Absicht gab, ein solches Abkommen zu machen. Und es war eine aufgeheizte politische Debatte in Deutschland. Gibt es solche Abkommen? Was passiert als Konsequenz aus den Veröffentlichungen von Edward Snowden? Und dann hat die Regierung gesagt, es ist nicht so, wenn, ich fühle mich ja da in guter Gesellschaft, wenn dann Frau Lottaser-Schnarrenberger sagt, offensichtlich ist das, was an Erwartungshaltung war, nicht umgesetzt worden, dann haben wir hier ein ernstes Problem. Und das sage ich noch einmal, das ist dann keine Frage von Regierung oder nicht oder Oppositionsspiel, ja. Es geht um Aufklärung. Aber schauen wir genau hin, Herr Maskolo, Sie leiten die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und dort ist nun am Samstag dieser hochspannende Mailverkehr veröffentlicht worden. Aus allem, was Sie veröffentlicht haben, aber was Sie vielleicht auch noch zusätzlich wissen, lässt sich denn sicher sagen, dass Merkel und Pofalla wissentlich oder willentlich die Unwahrheit, sprich gesagt haben, sprich gelogen haben? Also die Formulierung Lüge haben wir in unserer Berichterstattung nicht verwendet und ich würde sie auch heute nicht verwenden, sondern die Formulierung, die wir verwendet haben und von der ich glaube, dass sie sehr zutreffend ist, ist der Vorwurf der Irreführung der Öffentlichkeit. Was Herr Mayer gesagt hat, ist ja richtig. Es hat was Verhandlungen. Ist, bitte? Ne? Irreführung. Ich finde es schlimm genug. Ja. Ist auch schlimm. Herr Mayer sagt ja völlig zu Recht, es hat Verhandlungen über ein No-Spy-Abkommen gegeben. Es hat den Austausch von Entwürfen gegeben. All das ist ja richtig und unstrittig. Aber es ist nicht das, was die Bundesregierung im August 2013 behauptet hat. Sondern er hat gesagt, uns ist ein solches Angebot gemacht worden. Und sind auch schon konkrete Zusicherungen gemacht worden. Da ging es konkret um 4 Zusicherungen. Das ist dann in einer kleinen Anfrage an die SPD behauptet worden. Regierungssprecher Seibert hat gesagt, es gibt keinen Zweifel daran, dass es dieses No-Spy-Abkommen geben wird. Und das ist nicht das, was ich glaube, was passiert ist. Übrigens auch nicht das, was selbst die deutschen Verhandlungsteilnehmer aufgeschrieben haben nach diesen Gesprächen. Es gibt ein berühmtes Treffen, wir haben gerade schon darüber geredet, mit dem Chef der NSA und dem Chef aller amerikanischen Geheimdienste. Da machen die in der Tat den überraschenden Vorschlag und sagen, wir können uns vorstellen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen und über diese Dinge zu reden. Aber sie sagen auch in diesem Moment schon, und sie wiederholen es später wirklich immer und immer und immer wieder, sagen, das ist eine überaus bedeutsame Geschichte. Wir haben keine Prokura, so etwas zu entscheiden. Am Ende muss es das Weiße Haus entscheiden. Hätte sich also die Regierung im August 2013 hingestellt und hätte gesagt, wir haben ein ungewöhnliches Angebot bekommen und wir werden über ein solches Abkommen verhandeln. Und wir hoffen, ein solches Abkommen erzielen zu können im Interesse aller Deutschen und unserer Zusammenarbeit mit Amerika. Dann wäre das in Ordnung gewesen. Sich aber hinzustellen und den Eindruck zu erwecken und es auch zu sagen, als gäbe es diese konkreten Zusicherungen schon, die all die Einschränkungen wegzulassen, aus der Hoffnung auf ein solches Abkommen, den quasi Abschluss eines solchen Abkommens zu machen, das halte ich für eine Irreführung. Und dafür brauchen Sie übrigens nicht nur unsere... Und darf eine Kanzlerin das? Bitte? Darf eine Kanzlerin das Ihrer Meinung nach? Ich kann Ihnen ja nicht sagen, was die Kanzlerin dann letztlich in allen Details gewusst hat. Ich will sagen, eine Regierung darf es nicht. Eine Regierung darf in einer so wichtigen Frage die Öffentlichkeit nicht irreführen. Und wenn ich Frau Lottaser-Schnarrenberger richtig verstehe, im Zweifel auch das Kabinett selbst. Sondern sie muss, was das angeht, offen sein. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Von wem es ja ein Dementi der deutschen
Position in all den. Die deutsche Position ist ja, das ist uns angeboten worden, das lief auf der Ebene der Geheimdienste sehr gut und dann später kam das Weiße Haus dazu und dann ging alles kaputt. Wenn man sich den Mailwechsel anguckt, dann sieht man ja, dass es sehr intensive Gespräche direkt zwischen dem Kanzleramt und dem Weißen Haus gegeben hat, sodass das Kanzleramt die ganze Zeit wusste, dass das Weiße Haus die Begeisterung, die es vielleicht zeitweilig bei der NSA gegeben haben mag, ich bin ja nicht dabei gewesen, jedenfalls nicht geteilt hat. Als die Kanzlerin zuletzt in Washington gewesen ist, hat sie diese übliche Abschlusspressekonferenz mit dem amerikanischen Präsidenten gemacht. Und der amerikanische Präsident ist von einem Journalisten nach genau dieser deutschen Version gefragt worden. Also warum eigentlich haben Sie das erst angeboten und warum haben Sie es eigentlich dann vom Tisch gezogen? Und der amerikanische Präsident hat gesagt, es ist nicht korrekt, das so zu beschreiben, dass wir ein Angebot gemacht haben und es vom Tisch gezogen haben. Das heißt, ein Dementi der deutschen, so verstehe ich es, ein Dementi der deutschen Version der Geschichte kommt vom amerikanischen Präsidenten selbst. Das war im Mai 2014, als Obama das sagt. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, steht neben ihm, was auch peinlich genug ist, glaube ich, um dann gesagt zu bekommen, es ist nicht ganz richtig zu sagen, sagt Obama, dass die US-Regierung ein No-Spy-Abkommen angeboten und es dann zurückgezogen hat. Haben Sie nicht den Anspruch an Ihre Kanzlerin, dass sie die Dinge absolut richtig sagt? Aus meiner Sicht sind die Dinge in diesem Fall sowohl von der Kanzlerin als auch von allen anderen Regierungsmitgliedern, auch vom Regierungssprecher, richtig gesagt worden. Und ich möchte mich wirklich in aller Deutlichkeit gegen diesen Vorwurf der Irreführung verwahren. Wie das immer bei Verhandlungen ist, man kann doch nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese auch zu einem positiven Abschluss kommen. Aber es gab die Zusage der US-Amerikaner, unzweifelhaft über ein No-Spy-Abkommen zu verhandeln. Und es sind auch ganz konkrete Verhandlungen geführt worden. Die sind nun mal leider bedauerlicherweise nicht zu einem positiven Abschluss gekommen. Aber das heißt doch nicht, dass derjenige, der gesagt hat, wir haben eine Zusage, dass verhandelt wird, wir haben auch eine Zusage möglicherweise, dass diese Verhandlungen positiv enden, dass der jetzt rückwärtsgewandt die Unwahrheit gesagt hätte. Dem ist nicht so. Und ich glaube auch, dass die Bevölkerung dafür kein Verständnis hat. Aber ich sage es noch mal. Der US-Präsident sagt, es ist nicht ganz richtig zu sagen, dass die US-Regierung ein No-Spy-Abkommen angeboten und es dann zurückgezogen hat. Dann lügt doch Ronald Pofalla, wenn er sagt, die haben uns das angeboten. Denn nur die US-Regierung konnte es doch anbieten, nicht irgendeiner aus dem Geheimdienst. Ja, aber der General Alexander, damals Chef des NSA, ist ja nicht irgendwer. Wenn der konkret dem BND anbietet, lasst uns über ein No-Spy-Abkommen verhandeln. Und es wird dann auch ganz konkret an Verhandlungstexten gearbeitet. Die werden hin und her geschickt. Dann kann man doch nicht so tun, als hätte es diese Verhandlungen nicht gegeben. Also die Verhandlungen hat es ja danach gegeben. Ich war ja selbst daran nicht beteiligt. Kann das jetzt nur so als unstreitig auch, wie Sie es berichten, sehen. Aber es ist ja immer zweierlei. Werden Verhandlungen geführt auf einer Arbeitsebene? Und was ist der politische Wille? Und ich glaube, hier klafft einfach auseinander. Das, was Arbeitsebene gemacht hat, vielleicht auch der Wunsch, dass es zu etwas kommt. Und die Realität war eigentlich sehr früh schon eine ganz andere. Also es gab den Wunsch, aber nie die Wirklichkeit. Ja. Hätte die Kanzlerin das dann einräumen müssen? Hätte sie es anders sagen müssen, als sie es zum Beispiel getan hat in einem Interview mit dem ARD-Jugendradio am 11. September 2013? Die Amerikaner sind auch bereit, mit uns ein sogenanntes No-Spy-Abkommen zu verhandeln, wo wir auch weitere Dinge für die Zukunft festlegen können. Sie sagt ja jetzt, Georg Mascolo, die Amerikaner sind bereit. Das kann ja auch der Geheimdienst sein. Dann wäre es keine Irreführung. Ich kann da keine Exegese betreiben. Ich kann nur sagen, dass auf politischer Ebene, jenseits dieser geheimdienstlichen Verhandlungen, ist eine Fülle von Hinweisen. Also wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass Karen Donfried Pendant gewesen ist in diesem E-Mail-Verkehr mit dem außenpolitischen Berater. Karen Donfried hat auch an anderen Stellen sehr deutlich werden lassen, dass ein solches Abkommen wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Ich glaube, ein oder zwei Tage nach der Wahl am Rande der UNO-Vollversammlung trifft sich mit einem hochrangigen deutschen Diplomaten. Der deutsche Diplomat redet mit ihr darüber, wie sieht das mit dem No-Spy-Abkommen aus. Und hinterher notiert der Deutsche Realisierungschancen sehr gering. Also es ist, und man muss ja auch mal sagen, insbesondere für die Amerikaner ist die Vorstellung eines No-Spy-Abkommens
Wir haben uns ja alle damals gewundert, dass sie so etwas in dieser Klarheit angeboten haben sollen. Ich glaube übrigens auch, dass niemals ein Amerikaner die Formulierung No Spy Agreement in den Mund nehmen würde. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Formulierung No Spy Agreement von den Amerikanern gekommen ist, sondern ich glaube, das ist eine Formulierung, die hier im Kanzleramt oder wo auch immer gefunden worden ist. Weil dass die Amerikaner sich im Ernst verpflichten, gegen irgendjemanden nicht mehr zu spionieren, vollständig nicht mehr zu spionieren, das lag, glaube ich, von Beginn an außerhalb jeder Erwartung. Und man muss ja auch sagen, die späteren Ereignisse bis hin zum Abhören des Kanzlerinnenhandys haben ja auch gezeigt, dass diese Vorstellung ein hübscher Traum gewesen ist, aber dass es nicht zu realisieren war. In dieser ersten Runde zwischen den Deutschen und General Alexander und Klepper, über die wir jetzt verschiedentlich geredet haben, sagen die beiden auch, wir machen nichts gegen deutsche Interessen. Ich nehme an, dass die beiden jedenfalls damals gewusst haben, dass das Kanzlerinnenhandy auf der Liste ihrer Ziele steht. Ich weiß nicht, wie Sie es verstehen, Herr Mayer, aber für mich ist das Abhören des Handys der deutschen Bundeskanzlerin jedenfalls etwas, was sich sehr wohl gegen deutsche Interessen richtet. Selbstverständlich. Also man muss einfach mal sagen, das ist ja unstreitig. Was immer in dieser Runde passiert ist, wer immer was zu wem gesagt hat, ich glaube, es ist auch ein Stück die Aufführung einer unverbrüchlichen Freundschaft gewesen, die man miteinander hatte oder haben wollte, auf der auch die amerikanische Seite an mehreren Stellen schlicht nicht die Wahrheit gesagt hat. Schlicht nicht die Wahrheit gesagt hat. Und später fällt es irgendwie alles auseinander. Ich bleibe noch mal bei meinem Punkt, Herr Mayer. Wenn bei Verhandlungen von Beginn an gesagt wird, wir gucken mal, ob etwas geht, wir schauen mal, ob wir darüber reden können, aber wir müssen euch sagen, wäre ein so einschneidendes Ereignis und eine so einschneidende Entscheidung in der amerikanischen Politik, dass wir dafür keine Form von Prokura haben. Selbst der Chef aller amerikanischen Geheimdienste sagt immer und immer wieder, nicht meine Entscheidung, die Entscheidung des Weißen Hauses. Dann darf ich nicht hingehen und etwas als Verhandlungserfolg darstellen, und es ist als Verhandlungserfolg dargestellt worden, dann muss ich sagen, ich verhandle, ich bemühe mich, ich tue mein Bestes, all das wäre in Ordnung gewesen. Aber den Eindruck zu erwecken, als habe man diesen Verhandlungserfolg bereits erzielt, obwohl man ihn nicht hatte, halte ich nicht für redlich. Herr Mayer. Wie gesagt, und ich glaube, man muss generell auch bei dieser gesamten Angelegenheit die Dinge auch sauber voneinander trennen. Das eine ist die Frage, was ist in Sachen parlamentarischer Kontrolle noch zu verbessern. Das ist ein ganz separates Thema, auch gegenüber der Fragestellung, wie haben sich die Amerikaner verhalten. Und um auch eines ganz klar zu sagen, ich bin schwer enttäuscht von dem, wie sich die US-Amerikaner, wie sich die Nachrichtendienste in Deutschland verhalten haben. Im letzten Jahr kam auf, dass sie über 2 Jahre hinweg einen kriminellen BND-Mitarbeiter geführt haben als Quelle, sich über 200 Dokumente auf illegale Weise vom BND beschafft haben. Sie haben nicht nur aus meiner Sicht das Kanzlerin-Handy ausspioniert, sie haben mit Sicherheit auch andere Handys von hochmögenden Persönlichkeiten in Deutschland unter Beobachtung gehabt. Das ist alles nicht in Ordnung. Ich trete hier auch nicht als Verteidiger der US-Amerikaner auf. Aber jetzt im Nachhinein zu bewerten, zu sagen, naja, also diese Formulierung, die Amerikaner haben uns zugesagt, ein No-Spy-Abkommen zu verhandeln, wäre also falsch gewesen, weil unredlich oder irreführend gewesen, weil man hätte doch wissen müssen, dass die NSA überhaupt keine Prokura hat, das verschiebt hier auch wieder die Verantwortungsbereiche. Ich finde es auch schade, dass diese Verhandlungen nicht zum positiven Ergebnis gekommen sind. Und Präsident Schindler hat mir heute noch mal versichert, sie waren auf einem sehr guten, auf einem sehr konstruktiven Wege, bis zu dem Zeitpunkt, als dann offenbar, das war aber dann schon weit im Jahr 2014, das Weiße Haus entschieden hat, nein, es gibt keine Kooperationsvereinbarung zwischen dem BND und der NSA. Aber die Verhandlungen sind lange sehr konstruktiv betrieben worden, und es war also auch nicht so, dass hier nur in Aussicht gestellt wurde, man könnte mal über eine Vereinbarung sprechen, sondern es ist ganz konkret an Texten verhandelt worden. Und jetzt der Kanzlerin oder jetzt der ehemaligen Regierungsmitgliedern vorzuwerfen, sie hätten die Unwahrheit gesagt oder sie hätten die Leute hinter die Fichte geführt und Irreführung betrieben, das halte ich wirklich für unredlich. Das halte ich auch für populistisch. Nein, das ist weder populistisch. Entschuldigung, Herr Mayer. So einfach kommen Sie jetzt nicht davon. Das ist weder populistisch noch unredlich. Die Regierung hat in der entscheidenden Phase der Debatte nach den ersten Veröffentlichungen von Snowden gesagt, es wird ein neues Spy-Abkommen kommen. Jetzt sagt die politische Führung aus dem Weißen Haus, vermittelt durch den Beraterstab, ist nicht. Das wird nicht kommen, weil es dafür keine Grundlage gibt. Und da kann sozusagen auf der Arbeitsebene, über die Arbeitsebene werden wir sicherlich heute Abend auch noch mal reden, und die Frage, wie viel Vertrauen man in bestimmte Aussagen in diesen Tagen zu bestimmten Herren hat.
dass wenn auf der Arbeitsebene daneben irgendwas verhandelt wird, das sozusagen überhaupt kein ausschlaggebender Punkt ist. Es wurde der Eindruck erweckt durch zentrale Mitglieder dieser Regierung, der alten Regierung, dass es zu einem No-Spy-Abkommen kommen wird, dass die Verhandlungen weit vorangeschritten sind. Und wir wissen inzwischen durch die Veröffentlichung unter anderem dieses E-Mails-Verkehrs, dass es diese Absicht nicht gab. Lieber, und das lieber, muss man lieber Herr zur Kenntnis nehmen. Wie erklären Sie sich dann, dass der Bundesaußenminister Steinmeier, der Ihrer Partei angehört, ja, bei seiner Reise oder vor seiner Reise Ende Februar 2014 sich noch intensiv darüber informiert hat, wie der Verhandlungsstand ist und dass auch in den Vermerken zur Vorbereitung der Reise ganz klar stand, die bitte, insistieren Sie darauf, ja, dass dieses No-Spy-Abkommen zustande kommt. Die spannende Frage wird sein, Herr Mayer, ob der Bundesaußenminister vom Bundeskanzleramt über den E-Mail-Verkehr in Kenntnis gesetzt wurde aus dieser Zeit. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ist das die spannende Frage? Also Herr Mayer hat ja heute den Präsidenten des BND getroffen und vielleicht hat er ihn gefragt, ob er den E-Mail-Verkehr gekannt hat und die parallelen Verhandlungen zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Weißen Haus. Ich weiß das nicht, ob das so gewesen ist. Haben Sie ihn gefragt? Ich habe ihn gefragt und er kannte den E-Mail-Verkehr nicht. Und jetzt? Denkt er jetzt nicht auch neu über die Zeit damals? Also da müssen Sie wirklich Herrn Schindler selbst fragen. Ich habe im vorauseilenden Gehorsam genau die Frage gestellt, die Herr Maskolo jetzt auch intendiert hat. Und natürlich, weil es mich auch interessiert hat, inwiefern hier die beiden Ebenen voneinander wussten oder auch entsprechend man sich koordiniert und abgestimmt hat. Aber er hat mir nochmal nachdrücklich und ausdrücklich versichert, dass intensiv ernsthaft verhandelt wurde zwischen dem BND und der NSA. Aber ist es nicht, was sagt Ihnen das jetzt, Herr Maskolo, dass Schindler den Mailverkehr nicht kannte? Das Kanzleramt ist zuständig für den Bundesnachrichtendienst. Es sind Aufsicht. Wirklich wichtige Verhandlungen. Es ist ein wichtiges Objekt. Und im Kanzleramt ist es im Januar beerdigt worden, also nach dem Mailverkehr. Und auf Arbeitsebene mit dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes wird munter noch weiter verhandelt über Wochen. Also ich kann mir das irgendwo nicht vorstellen. Was sagt Ihnen das, Herr Maskolo? Also auf der Arbeitsebene gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Es gibt beispielsweise eine Einschätzung im Auswärtigen Amt, die ich glaube schon im November sagen, tut uns einen Gefallen und lasst uns diesen Begriff No-Spy-Agreement irgendwie nie wieder verwenden. Das passiert dann auch im Januar im Kanzleramt. Da gibt es einen richtigen, so eine Art UCAS, der heißt No-Spy-Agreement nennen wir das jetzt nicht mehr. Wir nennen das jetzt irgendwie Kooperationsabkommen. Es ist auch richtig, dass eine Fülle von Entwürfen geschrieben werden. Und die meisten Entwürfe werden von den Deutschen geschrieben und von den Amerikanern kommt ziemlich wenig zurück. Aber wenn ich sagen darf, immer ohne ein substanzielles Ergebnis. Herr Heusgen fährt irgendwann selbst zur amerikanischen Sicherheitsberaterin. Es kommt zu einem der Außen- und Sicherheitspolitische Berater. Sicherheitspolitische Berater. Es kommt zu einem Treffen im Weißen Haus. Er fragt die Sicherheitsberaterin des amerikanischen Präsidenten, also nach der berühmten Geschichte mit dem Kanzlerinnen-Handy, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Hört ihr den Bundespräsidenten auch ab? Und die schweigt. Sagt weder ja noch nein. So, also man muss einfach mal sagen, im Nachhinein betrachtet, ich kann es nur wiederholen. Es hat einen Moment gegeben, wo ganz offensichtlich beide Geheimdienste bereit gewesen sind, die Amerikaner auch erschüttert durch die Enthüllung von Edward Snowden, in Sorge über die Kooperation mit den Deutschen, hat es auf amerikanischer Seite so ein kleines Fenster der Gelegenheit gegeben, wo die gesagt haben, jetzt lass uns mal gucken, ob wir mit den Deutschen was machen können, damit die sich auch wieder beruhigen. Und im Wahlkampf sind sie obendrein auch noch. Und dann kommt es zu dieser Runde, ich habe es bereits gesagt, in der dann irgendwie auch noch kräftig gelogen wird. Jedenfalls das, was die Amerikaner sagen, wie man sich gegenüber Deutschland verhält, erweist sich im Nachhinein irgendwie als falsch. Und dann gibt es irgendwann einen Moment der Wahrheit, spätestens mit dem Kanzlerinnen-Handy, wo man feststellt, das, was die amerikanischen Freunde einem gesagt haben, das trifft nicht zu. Und ich glaube, dass, auch das kann ich nur wiederholen, an der Stelle hätte die Regierung nicht den Eindruck erwecken dürfen, als sei Case closed, als sei die Sache aufgeklärt, als habe man mit den Amerikanern für alle Zukunft bereits eine Vereinbarung getroffen, wie man gut zusammenarbeiten würde. Weil wir doch heute sagen müssen, nichts von dem, was da im August verkündet worden ist, hat gestimmt. Es stimmte nicht, dass die Amerikaner sich auf deutschem Boden an deutsches Recht halten. Es stimmte nicht, dass sie gegen deutsche Interessen nichts unternehmen würden. Nichts davon hat sich als wahr herausgestellt und auch das No-Spy-Abkommen hat sich als unwahr herausgestellt. Wir haben es bis heute nicht und wir werden es auch nicht bekommen. Wäre Ihre Rolle heute Abend hier nicht auch viel einfacher, wenn sich Ihre Partei
die CSU, aber auch die CDU mit der Kanzlerin an der Spitze deutlich vorsichtiger eingelassen hätte, was ihre Möglichkeiten angeht, den amerikanischen Geheimdiensten überhaupt irgendetwas entgegenzusetzen? Also ich habe zum einen mal überhaupt keinen Grund, an dem guten Glauben zu zweifeln, den die Bundesregierung damals hatte, dass es ein ernsthaftes Interesse der US-Amerikaner gibt, ob jetzt NSA oder Weißes Haus eine Kooperationsvereinbarung oder wie auch immer genannt, ein No-Spy-Abkommen abzuschließen. Natürlich gibt es eine große Enttäuschung auch in unseren Parteien, auch in der CDU und CSU, über das Verhalten der NSA in der Vergangenheit, um dies auch klar zu sagen. Und trauen Sie sind Frage Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium und winden sich, ich wenn ich es richtig sehe. Nee, ich winde mich überhaupt nicht. Ich sehe große Defizite in dem, was die NSA in Deutschland gemacht hat. Aber ich bin genauso auch der festen Überzeugung, dass eine enge und intensive Kooperation zwischen dem BND und der NSA nicht im Interesse nur der US-Amerikaner ist, sondern vor allem auch im deutschen Interesse. Sehen Sie Defizite oder sehen Sie Rechtsbrüche? Ich sehe beides. Ich sehe Defizite in der organisatorischen, auch in der technischen Zusammenarbeit. Ich sehe aber auch in der Vergangenheit Rechtsbrüche der NSA. Aber um eines auch klar zu sagen, und dies gilt es, glaube ich, auch in der Debatte auch mal zur Kenntnis zu nehmen, aufgrund der Kooperation zwischen der NSA und dem BND sind zum Beispiel seit 2011 19 geplante Anschläge auf Bundeswehrsoldaten in Afghanistan rechtzeitig verhindert worden. Sind Entführungsfälle von Deutschen im Ausland aufgeklärt worden? Sind Deutsche gerettet worden? Ist zum Beispiel die sogenannte Sauerlandgruppe 2007 rechtzeitig aufgebracht worden, um zu verhindern, dass sie einen schrecklichen Anschlag im Rhein-Main-Gebiet unternehmen. Das waren ganz konkrete Unterstützungsleistungen der NSA. Deswegen winde ich mich nicht, sondern ich sage einerseits klar, die Zusammenarbeit mit der NSA muss verbessert werden, insoweit als das klar sein muss, dass sich die NSA und alle Nachrichtendienste der US-Amerikaner auf deutschem Boden an deutsches Recht halten müssen. Aber ich bin genauso auch der festen Überzeugung, wir brauchen auch in Zukunft im deutschen Interesse eine intensive und gute Zusammenarbeit mit den US-Amerikanern. Die stellt aber niemand in Frage. Die stellt niemand in Frage. Heiligt der Zweck dann die Mittel? Ein guter Zweck, nämlich Vereitelung von Terroranschlägen. Jeder Zweck rechtfertigt dann auch jedes Mittel. Natürlich ist wichtig zu sehen, wie man im Rahmen unserer Rechtsordnung und des Grundgesetzes, wo wir ja den Artikel 10 unter anderem Schutz der Kommunikation, um das mal heute in der heutigen Sprache zu sagen, geschützt Wissen auch einzuhalten und dennoch zu sehen, wie kann man Gefährdungen begegnen. Aber das ist die Grundlage. Und Sie haben es ja gesagt, Herr Mayer, es hat, ich kann Sie nicht in allem darlegen, aber unstreitig ist, dass es von Seiten der NSA, wo Verletzungen des deutschen Rechtes und damit auch des Grundgesetzes gegeben hat. Und dann kann natürlich eine Zusammenarbeit, die ja keiner einstellen möchte total, die kann aber ja künftig nur eingeschränkt fortgesetzt werden, nämlich unter Wahrung der grundgesetzlichen Bestimmungen, auch der Bestimmungen, die wir in den anderen Gesetzen, es gibt ein G10-Gesetz, was eben auch die Befugnisse regelt für den Bundesnachrichtendienst. Übrigens, der Bundesnachrichtendienst muss bei allen Übermittlungen von Daten an ausländische Stellen die Zustimmung des Kanzleramtes einholen. Hat die Regierung Merkel, und jetzt meine ich mal beide Regierungen, nämlich die schwarz-gelbe und die jetzige Große Koalition, der ersten gehörten Sie an, von den beiden, über die ich rede, hat die Regierung Merkel in dieser ganzen NSA-Affäre, die durch die Enthüllungen von Edward Snowden aufpoppt und uns bekannter wird, wirklich alles getan, um Schaden vom deutschen Volk abzuwenden? Und das ist der Amtseid, auf den sich die Kanzlerin verpflichtet hat. Das war genau die Debatte im Wahlkampf, nachdem die Informationen von Snowden erstmals in die Öffentlichkeit gekommen sind. Jetzt wissen wir aber noch viel mehr. Standen wir am Anfang. Es waren da noch 3 Monate bis zum Wahltermin, also eine relativ kurze Zeit. Und deshalb spielte ja unter anderem das Thema No-Spy-Abkommen eine große Rolle. Es spielte auch eine große Rolle damals dann schon, dass man ganz anders forcieren sollte, Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika über eine Stärkung des Datenschutzes. Denn auch das spielt ja eine Rolle bei Übermittlung von Daten,
auch in, für die Tätigkeit der Nachrichtendienste ist der Datenschutz zu beachten. Das steht ausdrücklich im wieder diesem G10-Gesetz drin. Also das spielte eine große Rolle, ob man da noch schon mehr hätte erfahren können, ob man mit noch mehr Druck auf oberster Ebene mehr hätte erreichen können. Hätten Sie mehr lass ich mal offen. Also ich habe von Anfang an dann auf meiner Ebene mit meinem Kollegen, dem Justizminister damals, Herrn Holder, natürlich sofort Kontakt gehabt. Ich habe auf Fragestellungen, auf Briefe, wir haben das alles abgestimmt, auch mit Kollegen, damals ich auch mit dem Innenressort, keine Antwort bekommen. Ich habe an Kollegen aus europäischen Mitgliedstaaten, also Großbritannien und gerade auch Frankreich, Fragen gehabt, eine Fülle von Fragen. Alles das, was da eben dann erstmals auch so berichtet worden war in den veröffentlichten Dokumenten von Snowden. Da habe ich Antwort bekommen, aber ohne Kerninhalte. Das waren eigentlich schöne Briefe, aber da stand in der Substanz nichts drin. Wir haben dann noch im Justizrat versucht, Frankreich und Deutschland gemeinsam eine Initiative zu starten für besseren Datenschutz. Wir haben auch den Vorschlag gemacht, dass es innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten eine Absprache über europäische Standards geben sollte, dass man damit einmal anfängt, natürlich als völkerrechtliche Vereinbarung, weil das nicht eine Zuständigkeit der Kommission ist. Da war natürlich aus anderen Mitgliedstaaten zum Teil keine Begeisterung zu hören. Und es ist damals noch initiiert worden, aber das ist natürlich immer ein ganz langer Weg, ein Zusatzprotokoll zu dem Artikel 17 des Paktes der Vereinten Nationen über die politischen und bürgerlichen Rechte, um überhaupt mal zu Datenschutz und Internet dort eine Grundlage zu schaffen. Das hat dann auch Beratung in der Vollversammlung gegeben, aber sowas dauert immer lange. Also das sind die Dinge, die ich aus juristischer Sicht angestoßen habe und ich hatte versucht. Aber kurzum, es wurde viel angestoßen und nichts erreicht. Ja, aber das ist natürlich auch ein kurzer Zeitpunkt gewesen. Ich hatte immer vorgeschlagen, auch auf deutscher Seite, doch eine Taskforce zu gründen, jetzt aber aus verschiedenen Experten der Ressorts mit Vertretern der Geheimdienste, um einfach auch mehr intern aufzuklären. Das ist aber, hat nicht zum Konsens geführt. Klingt alles, wenn ich das sagen darf, nach gutem Willen, aber doch ohnmächtig. Nun ist die SPD mit der Union seit anderthalb Jahren an der Macht. Hat Ihre SPD, Herr Schäfer-Gümbel, wollen Sie ja hier heute Abend nicht nur gut wegkommen lassen, dass Sie angreifen, aber nichts beifügen. Hat die SPD ausreichend viel getan, um dabei zu helfen, dass Schaden vom deutschen Volk abgewendet wird? Oder hat sie sich da fein rausgehalten, jetzt anderthalb Jahre sich konzentriert auf Mütterrente, Rente mit 63, Abarbeiten des Koalitionsvertrages? Ah ja. Um dann jetzt Morgenluft zu schnuppern und zu sagen, ha, jetzt haben wir die Kanzlerin am Wickel. Es geht nicht um Morgenluft. Ich habe das versucht am Anfang schon mal zu sagen. Mit Blick auf die Ereignisse der letzten Tage und die neuen Veröffentlichungen über die Frage der Suchlisten, einschließlich der Veröffentlichung unter anderem über die Süddeutsche, muss man klar sagen, es ist nicht genug getan worden im Ergebnis. Auch von Ihrer Partei nicht? Von niemandem. Von niemandem. Sondern es gibt in unterschiedlichen Bereichen Diskussionen, die sind nicht hinreichend zu Ende geführt. Es gibt neue Erkenntnisse, die noch mal ganz neue Dimensionen in dieser Auseinandersetzung aufwerfen. Und im Lichte dieser neuen Ereignisse muss man klar sagen, es ist nicht genug passiert. Und deswegen hilft es dann, wenn der Vizekanzler in einer sehr sensiblen Frage aus vertraulichen Gesprächen dann plaudert? Hilft das dann? Also ich glaube, dass es sehr wohl hilft, weil die Frage, die im Raum steht, ob Wirtschaftsspionage durch die NSA mit Hilfe eines bundesdeutschen Nachrichtendienstes stattfindet. Das ist eine Frage, die so substanziell ist und tiefgreifend, die ja nicht nur die Frage von sicherheitsrelevanten Instrumenten oder Themen aufgreift, sondern die Frage auch von Arbeitsplätzen, Wohlstandsperspektiven, vielem anderen mehr umfasst, dass es in gerade einem Land wie unserem extrem richtig und wichtig ist, diese Fragen offen anzusprechen, ob es da Klarheit gegeben hat oder nicht. Aber aus vertraulichen Gesprächen zwischen Mitgliedern der Bundesregierung öffentlich zu berichten, halte ich für keinen guten Stil, um diese Frage Entschuldigung, zu sagen. In dem Moment, wo im Raum auch, steht, da hat sich auch Minister Gabriel selbst keinen Herr Mayer, Gefallen in dem getan. Moment, wo im Raum steht, dass ein deutscher Sicherheitsdienst unter der Aufsicht des Kanzleramtes in Kooperation mit einem amerikanischen Geheimdienst an Wirtschaftsspionage beteiligt sein könnte. Ich formuliere es jetzt ganz bewusst im doppelten Konjunktiv.
dann ist das keine Frage alleine von vertraulichen Gesprächen, sondern von der Frage, gibt es Klarheit und Kenntnis? Und der Bundeswirtschaftsminister hat klar gesagt, er hat keinen Zweifel daran, dass er das in die Kanzlerin gesetzte Vertrauen an dieser Stelle auch bestätigt bekommt. Ich will das aber zuspitzen. Genau dieser Punkt bedeutet, dass wir in einer völlig neuen Dimension der Auseinandersetzung und Aufklärung sind. Und deswegen kann ich dem Bundeskanzleramt nur dringend raten, sehr intensiv, sehr engagiert mit der amerikanischen Seite zu reden, dass diese Suchlisten in den dafür zuständigen Gremien veröffentlicht werden und dort überprüft werden können, weil bei dem Thema Wirtschaftsspionage in dem Umfang, in dem es im Moment im Raum steht, haben wir, glaube ich, entschiedenen Klärungsbedarf. Und wenn der Nachrichtendienst Kenntnis gehabt hätte, davon ist es übrigens, also was die Frage von sicherheitsrelevanten Punkten mit ausländischen Aktivitäten angeht, eine Frage für die deutsche Staatsanwaltschaft und nicht für den amerikanischen Geheimdienst. Das ist ein Thema, das wird uns noch intensiv beschäftigen. Da wollen wir auch gleich noch hingehen, aber ich will nicht liegen lassen, dass wir Ihnen noch mal zeigen, meine Damen und Herren, welchen Weg der Vizekanzler wählt, wie er es nämlich macht. Und der Weg ist, sorry, Indiskretion. Ich habe nach dem Auftauchen der ersten Hinweise zweimal die Kanzlerin gefragt, ob es Hinweise darüber gibt, über den bekannten Fall EADS hinaus, ob es Wirtschaftsspionage gibt. Beide Male ist mir das gegenüber verneint worden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Kanzlerin mit dem, was sie gesagt hat, sozusagen auf meine Frage korrekt geantwortet hat. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, ich weiß gar nicht, aus Ihrer Erfahrung, geht sowas gut, wenn sich der Vorsitzende des Juniorpartners der Kanzlerin mit Indiskretionen aus vertraulichen Gesprächen einlässt? Es gibt ja immer so einen Ausspruch, man solle das Ende bedenken, wenn man sich mit gewissen Dingen äußert und einlässt. Vielleicht war das im Moment verlockend für Herrn Gabriel, aber ich glaube schon, dass gerade in so einer entscheidenden Frage, die uns mit Sicherheit noch lange beschäftigen wird, denn es gibt ja auch Ermittlungen des Generalbundesanwalts im Moment, da ist ja eine Anfrage auch an die Regierung gestartet worden, noch auf weitere Übermittlung von Erkenntnissen, um zu sehen, ob man weiter ermittelt. Also ich denke, dass das nicht ein üblicher Weg in einer gut funktionierenden Koalition ist. Dass man darüber intern redet und Klartext redet und auch kontrovers redet, meinetwegen auch lautstark und sich Dinge an den Kopf wirft, das gehört in der Koalition ganz klar dazu. Denn es ist ein gravierender Vorgang. Ein Wirtschaftsminister muss bei einem Vorwurf von Wirtschaftsspionage natürlich alle Antennen ausfahren. Ganz selbstverständlich, da ist er in Verantwortung. Er muss Rechenschaft ablegen, genau, auch gegenüber den Unternehmen. Was macht er? Aber das war ja hier ganz klar sich, und er hat es ja eigentlich, wie es nachher aus Präsidiumsberatungen berichtet wurde, natürlich auch ganz klar unter taktischen Gesichtspunkten gemacht, zu sehen, wie positioniere ich mich vor der Bremen-Wahl. Also ich glaube, Herr Gabriel, da von solchen Überlegungen frei zu sprechen, Herr Gümpel, das ist glaube ich ein bisschen viel. War ich dabei. Und die Frage Bremen und Taktik hat überhaupt keine Rolle. Sondern es spielt eine Frage eine Rolle. Das sind alles falsche Überlegungen, die stattfinden. Man muss gucken, was kriegt man hin. Entschuldigung, Frau Leuthäuser-Starnberger. Der Punkt in der Präsidiumssitzung war, dass wir über den Gesamtvorgang intensiv beraten haben. Was wissen wir, was wissen wir nicht? Und ich bleibe so bei dem Hinweis, den ich vorhin schon einmal gegeben habe, ob zum Beispiel der E-Mail-Verkehr, der jetzt veröffentlicht ist, Gegenstand der Terminvorbereitung durch das Bundeskanzleramt an den Außenminister war, oder aber auch dem Wirtschaftsministerium bekannt war. Und offensichtlich gibt es da Klärungsbedarf. Und deswegen hat der Wirtschaftsminister in dieser Situation sehr wohl Klarheit zu sorgen gehabt. Und deswegen kann ich an dem Punkt auch überhaupt nichts zu Kritisierendes finden, dass er klar gesagt hat, auf zweimalige Nachfrage bei der Kanzlerin ist das klar ausgeschlossen worden. Und ich finde, das ist erstmal ein entscheidender Punkt in dieser gesamten Aufklärungsarbeit, die noch vor uns liegt. Was wäre schlimmer, taktisches Geschick oder kein taktisches Geschick? Ich kann nur hoffen, dass das hier jetzt nicht zuallererst eine politische Auseinandersetzung wird. Weil wir sind jetzt, im nächsten Monat sind wir 2 Jahre nach dem Beginn der Snowden-Enthüllung. Und warum wir hier eigentlich sitzen und über diese Fragen immer noch debattieren, ist, weil zunächst das Parlament, das Kanzleramt, der Bundesnachrichtendienst ihre Arbeit nicht gut genug gemacht haben, nach dem Beginn der Snowden-Enthüllung zu gucken, was machen wir eigentlich und was machen wir nicht.
die Bundesregierung an mancher Stelle, ich glaube, das muss man ihr vorwerfen, hat es auch gar nicht so genau wissen wollen. Weil das zumindest die schwarz-gelbe Bundesregierung, aber ehrlich gesagt auch die heutige, zumindest der heutige Außenminister, der lange genug Kanzleramtsminister war, kennt dieses Geschäft ja gut genug. Das kleine schmutzige Geheimnis ist, das ist so, wie wir uns im militärischen Bereich darauf verlassen, dass die Amerikaner im Zweifel zur Verfügung stehen und wichtige Aufgaben übernehmen. Genauso verlassen wir uns darauf im nachrichtendienstlichen Bereich. Alles, was Herr Mayer sagt, ist ja völlig richtig. Die NSA ist an jedem Tag der wichtigste Partner und jeder in der Sicherheitsbehörde, ich glaube, der Bundesinnenminister hat es neulich sogar mal wörtlich so ausgedrückt, er hat gesagt, ohne die NSA sind wir taub und blind. So, jetzt sind wir in der Situation heute, wo man sagen muss, man muss sich die Welt nur anschauen, um zu wissen, dass es ein paar wirklich ernste Probleme gibt, mit denen wir zu tun haben. Ich nenne nur den Islamismus, die Ukraine, all das, wofür man die NSA auch als verlässlichen Partner braucht. Aber weil wir all diese Dinge nie aufgeklärt und ausdiskutiert haben, stehen wir jetzt im Grunde da, wo wir im Juni 2013 auch schon mal gestanden haben. Aber ehrlich gesagt mit zunehmendem Schaden. Vor 2 Wochen ist die Zusammenarbeit in dieser berühmten Station in Bad Aibling, dem einzigen Ort, wo Deutsche und Amerikaner heute noch auf deutschem Boden sozusagen eng zusammenarbeiten, empfindlich eingeschränkt worden. So, was ist der Grund dafür? Eigentlich tut diese Station etwas, von dem man denkt, das sollte in unserem Interesse sein. Sie überwachen Satellitenverkehr nach Afghanistan, in die Krisenregionen des Nahen Ostens, von Nordafrika. Also etwas, wo man sagt, genauso stellt man es sich vor. Die Zusammenarbeit musste aber eingeschränkt werden, weil wir ja nun inzwischen wissen, dass diese Station auch dazu benutzt worden ist, dass die Amerikaner in diesen berühmten Suchbegriffen jede Menge europäische Politiker eingestellt haben, Freunde von uns, die sie ebenfalls versucht haben zu belauschen. Und wir sehen an dieser Stelle, dass das einfach nicht funktioniert. Also jedenfalls mit unseren Wertvorstellungen geht es nicht. Dass wir sagen, auf der einen Seite seid ihr unser unverzichtbarer Partner, aber auf der anderen Seite drücken wir die Augen zu und es ist uns eigentlich egal, ob ihr sogar gegen unsere engsten Verbündeten etwas unternehmt, was nicht zu ertragen ist. Diese Geschichte ist zu ernst und ich glaube, sie wird noch ein Stück ernster, dass ich mir wirklich wünsche, dass es keinen neuen politischen Tanz über diese Geschichte gibt, sondern dass auch das Parlament, aber auch die Regierung in der Sache diese Aufgabe irgendwie wahrnehmen und gucken, dass sie das schnell und sauber aufklären, weil auch diese lange Phase des ständigen Misstrauens, der ständigen Skandalisierung nicht gut ist. Es muss jetzt eine schnelle Klärung all dieser Vorwürfe geben, und zwar einmal aufrichtig und offen, so offen, wie man das in diesem Geschäft machen kann. Und dann muss es nach vorne gehen. Jetzt scheint der Moment zu sein, wo es da in der Angelegenheit dann auch bald zum Schwur kommen wird, glaube ich. Wenn es nämlich darum geht, ob die sogenannte Selektorenliste, von der jetzt viel die Rede ist, veröffentlicht wird. Das fordert ja mancher. Die Grünen wollen dafür womöglich sogar Verfassungsklage einleiten. Selektoren, das ist ein Wort, was uns dann jetzt in den zurückliegenden Wochen auch mal häufiger begegnet sind. Das sind die Suchbegriffe, die Georg Mascolo gerade angesprochen hat, die in die Überwachungssysteme des BND, sage ich jetzt so ganz grob und bestimmt nicht super richtig, eingespeist oder aber auch eingeschmuggelt worden sind. Ganz, ganz viele Begriffe sind das. Und was sich dahinter verbirgt, weiß im Prinzip immer noch nicht so richtig. Also jeder, also wir zum Beispiel nicht. Der Whistleblower Edward Snowden beschreibt die Selektoren im aktuellen Spiegel so. Man muss sich diese Selektoren wie ein Fischernetz vorstellen, das Geheimdienstmitarbeiter in diesem Ozean an Kommunikation auslegen. Es gibt enge Selektoren, die ein spezielles Smartphone einer einzelnen Person überwachen, oder weitergefasste, die beispielsweise ein ganzes Unternehmen oder das E-Mail-System eines Ministeriums ins Visier nehmen. Der BND hat Millionen dieser Suchbegriffe der US-Amerikaner übernommen, zum Beispiel E-Mail-Adressen, IP-Adressen oder Telefonnummern. Klar festgelegt war, deutsches Recht und deutsche Interessen dürfen dabei nicht verletzt werden. Doch rund 40.000 rechtswidrige Suchbegriffe zog der Bundesnachrichtendienst aus dem Verkehr. So soll die NSA versucht haben, auch zahlreiche europäische Politiker und Institutionen sowie Wirtschaftsunternehmen mit Hilfe des BND bespitzeln zu lassen. Es ist ein Skandal. Ein Skandal. Ein sehr gravierender Vorgang. Ein Spionageskandal, der seinesgleichen sucht. Wie stehen wir denn eigentlich da? Die österreichische Regierung erstattete sogar Anzeige gegen Unbekannt wegen geheimdienstlicher Tätigkeit zum Schaden Österreichs.
Bis heute ist die Liste der problematischen Suchbegriffe geheim. Damit weiß man nicht, wer genau abgehört werden sollte oder wurde. Abgeordnete im NSA-Untersuchungsausschuss fordern Aufklärung. Diese Lektorenlisten fehlen. Und das widerspricht eindeutig der Aussage der Bundeskanzlerin, hier aufzuklären. Und wenn der Ausschuss hier heute diese Unterlagen nicht bekommen hat, die eigens für ihn erst erstellt wurden, ist das ein Skandal. Das Kanzleramt aber will die Listen nur veröffentlichen, wenn auch die USA damit einverstanden sind. Herr Mayer, kann Angela Merkel die angekratzte Glaubwürdigkeit nur zurückgewinnen, wenn sie die Selektorenliste, die da in Rede steht, nun veröffentlicht in die Untersuchungsausschüsse, also in den Untersuchungsausschuss, aber möglicherweise auch ins parlamentarische Kontrollgremium gibt, auch wenn die US-Amerikaner sagen würden, ihr dürft sie nicht hergeben? Also das wollen wir doch erstmal abwarten, wie der Verfahrensgang ist. Es gibt eine klare Geschäftsordnung, die sieht vor, diese Vereinbarung von 1968, dass die US-Amerikaner zuerst gefragt werden und zustimmen müssen, bevor das Bundeskanzleramt diese Selektorenliste weitergeben darf. Dieses Konsultationsverfahren läuft noch. Bundeskanzleramtsminister Altmaier hat in der letzten Woche deutlich gemacht, dass intensiv darauf gedrungen wird, dass die US-Amerikaner sowohl dem parlamentarischen Kontrollgremium, aber auch dem NSA-Untersuchungsausschuss diese Suchbegriffsliste zur Verfügung stehen. Also ich halte es für falsch, jetzt die Frage in den Raum zu stellen, wie sollte man sich denn verhalten, wenn die Amerikaner die Zustimmung nicht erteilen. Jetzt sollten wir alle und vor allem die Bundesregierung natürlich intensiv darauf drängen, dass die Selektorenliste den Gremien zur Verfügung gestellt werden. Ich hielt es für falsch, diese Liste öffentlich zu machen. Das wäre aus meiner Sicht brandgefährlich. Da sind hochsensible Daten mit darunter, Telefonnummern, E-Mail, Adressen. Und öffentlich wäre auch schon der Untersuchungsausschuss. Nein, ich bin der festen Überzeugung, Die Kollegen im Untersuchungsausschuss und auch wir im parlamentarischen Kontrollgremium müssen Einsicht nehmen können in diese Selektorenliste, weil man, und da bin ich auch wieder bei allen Mitdiskutanten, wenn man diesen Sachverhalt wirklich vollumfänglich, vollständig und lückenlos aufklären will, dann muss man auch zur Bewertung der Angelegenheit auch Einsicht nehmen können in diese Selektorenliste. Und das auch, wenn die Amerikaner Nein sagen? Ja. So weit sind wir doch jetzt noch gar nicht. Jetzt wird erstmal darauf hingewirkt, dass die Amerikaner zustimmen. Also, ich glaube, dass wir uns anfangen sollten, und zwar ehrlich gesagt nicht erst seit heute Abend, uns mit der Frage zu beschäftigen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Amerikaner dem zustimmen werden, halte ich ehrlich gesagt für ziemlich gering. Ich meine, was ist diese Selektorenliste? Aus amerikanischer Sicht ist, wenn sie das dem Parlament zur Verfügung stellt und aus Sicht der Amerikaner, wenn es dann Risiko gibt, dass einzelne Namen bekannt werden, dann ist das für Sie so, als würden Sie zustimmen, dass die Snowden-Enthüllungen jetzt noch mal fortgesetzt werden, und zwar mit Ihrem eigenen Material, das Sie dem BND übergeben haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dem zustimmen werden, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Bundesregierung und ehrlich gesagt an manchen Stellen wir alle kommen ja jetzt in ein doppeltes Problem. Sie haben ein ganz besonderes Problem auch im Kanzleramt noch. Sie sitzen jetzt auf dieser Liste der amerikanischen Spionageziele, wo es selbst nach Auskunft des Kanzleramtes gegenüber dem Parlament mittlerweile sich auf dieser Liste hochrangige europäische Persönlichkeiten befinden. Was machen Sie eigentlich? Rufen Sie jetzt aus dem Kanzleramt Ihre europäischen Freunde an und sagen, ihr steht da auf der Liste? Oder schweigen wir auch gegenüber unseren europäischen Freunden, weil wir sagen, wir wissen zwar jetzt, dass du ein Spionageziel bist, aber wir können es dir nicht sagen, weil die Amerikaner haben gesagt, das ist geheim. Jetzt stelle ich es mir mal für eine Sekunde umgekehrt vor. Die Franzosen hätten so eine Liste und auf der stünde das Kanzlerin-Handy. Und die Franzosen sagen, eigentlich müssten wir das Angela Merkel jetzt mal sagen, dass ihr Handy abgehört wird, aber das können wir nicht machen, weil wir haben Geheimschutzabkommen. Aber Herr Maslow, Sie haben doch selbst erwähnt, dass seit Beginn der letzten Woche die Internetaufklärung in Bad Aibling eingestellt wurde, zwischen der NSA und dem BND. Ich räume ja sofort ein, dass wir haben ein richtiges Problem. Es ist unstreitig, dass ab März diesen Jahres die Selektorenliste, die ausgefiltert wurde, deutlich erweitert wurde. Es sind sämtliche E-Mail-Adressen mit europäischen Kennungen, alle Vorwahlnummern mit europäischen Ländern ausgefiltert worden. Also es kann dies, was Sie jetzt zulässigerweise als mögliche Gefahr beschreiben, dass jetzt fortgesetzt weiterhin europäische Freunde ausspioniert werden, ausgespäht werden durch diese Selektorenliste. Diese Gefahr ist gebannt. Nee, das ist ja falsch, Herr Mayer, weil diese Selektorenliste ja eine Selektorenliste ist, die die Amerikaner in Bad Aibling einsetzen. Aber sie haben ja nicht eine Selektorenliste für Bad Aibling, sozusagen ihre Suchbegriffe, sondern das sind die Suchbegriffe der NSA. Das heißt, wenn ich in den Suchbegriffen der NSA stehe, dann weiß ich, ich bin ein Spionageziel und jetzt kann ich mich damit trösten, dass ich es in Bad Aibling nicht mehr bin,
Aber es gibt ja noch zahlreiche andere Orte, an denen das passieren kann. Aber nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland. Aber ja, Sie stimmen mir hoffentlich zu, dass die Bundesregierung nur Verantwortung hat für deutsches Staatsgebiet. Was die US-Amerikaner mit anderen Partnern in anderen Ländern machen, das obliegt nun wirklich nicht im Verantwortungsbereich der Bundesregierung. Die Frage war ja, was das Bundeskanzleramt mit dieser Verantwortung nun macht, wenn es die Liste hat. Wenn es zum Beispiel sich in der Not sähe, jetzt befreundete Politiker im europäischen Ausland zu informieren. Was würden Sie vorschlagen? Also das sind ja alles nur Spekulationen. Und das ist genau auch der Punkt. Deshalb wollen Sie ja die Liste sehen. Ich will die Liste sehen. Genau, ja. Aber deshalb will auch die Öffentlichkeit die Liste sehen. Ja, das sind aber nun mal hochsensible Telefonnummern, E-Mail-Adressen, IP-Adressen mit dabei. Also ich hielte es für brandgefährlich, wenn diese Liste der gesamten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Aber sie gehört den Untersuchungsausschuss. Da gehört sie hin. Sie gehört ins parlamentarische Kontrollgremium. Richtig. Denn dort, gerade im Untersuchungsausschuss, soll ja aufgeklärt werden. Die arbeiten ja auch seit einem Jahr. Und jetzt dieser Vorwurf, der im Raum ist, dass in der Vergangenheit, nicht mehr nach Einschränkung, aber dass auf alle Fälle in der Vergangenheit ganz klar deutsches Recht verletzt worden ist, das wird ja gerade mit Hilfe der Selektorenliste dann sich erhellen lassen. Wenn nämlich deutsche Unternehmen ausspioniert wurden, auch deutsche Politiker, Persönlichkeiten, Verantwortliche von großen Unternehmen ausspioniert wurden. Aber um welchen Preis, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, um welchen Preis, wenn Sie das jetzt gegen den vermuteten Widerstand der US-Amerikaner zuließen? Also ich denke, man sollte natürlich man sollte alles tun, dass die Amerikaner zustimmen, Druck ausüben. Nur in die Vergangenheit zeigt, die Vergangenheit zeigt, wenn ich noch mal auf das No-Spy-Abkommen komme, da hat ja letztendlich kein Weg dahin geführt, dass es kommt. Ja, rufen Sie dann zum Rechtsbruch auf. Hat nicht dazu geführt. Also es gibt dann ja nur die Möglichkeit, dass die Bundesregierung rechtsbrüchig wird gegenüber diesem Abkommen mit den US-Amerikanern. Die Frage ist doch, ob die Bundesregierung rechtsbrüchig ist, weil sie deutsches Recht verletzt durch ihr Verhalten. Also von daher, glaube ich, ist andersrum die Frage zu stellen. Ich denke, wir sollten mal schauen, wie ist das denn immer wieder auch entschieden durchs Bundesverfassungsgericht, welche Ansprüche hat ein Untersuchungsausschuss. Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Verfahren, auch Gerichtsverfahren. Das spielt immer auch, und das ist eine Abwägungsfrage, was soll rausgegeben werden, was darf rausgegeben werden in die Gremien. Die haben einen höheren Rechtsanspruch als natürlich jetzt die Allgemeinheit, diese Listen da ins Internet zu stellen. Ich denke, diesen Anspruch gibt es nicht. Aber gerade die Gremien, die betraut sind, die auch verpflichtet sind auf Geheimhaltung, die haben auch bei der Abwägung ein hohes Recht. Und der Geheimhaltungsanspruch einer Regierung ganz allgemein ist ja immer stärker eingeschränkt worden. Also das, was Regierungshandeln ist, ureigenes Regierungshandeln, ist auch durch Rechtsprechung immer enger geworden. Immer wird auch geschaut, was ist die außenpolitische Opportunität. Aber am Ende ist in der Abwägung dann eines klar, wenn es um Grundrechte, um Kernbereich der Grundrechte geht. Und hier geht es um eine massenweise anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Das ist das, was die NSA macht. Das behaupten Sie, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, das ist nicht bewiesen. Dann zählt am Ende bei so einer potenziellen Gefahr in der Abwägung, dass in meinen Augen man um eine Herausgabe nicht herum. Sind Sie auch so entschieden, Herr Maskolo? Oder sagen Sie, Sicherheitsinteressen wiegen für mich durchaus sehr schwer und begründen den Anlass, sodass es nicht eine anlasslose Sammlung ist? Ich glaube, dass man so fair sein muss, zu sagen, dass man die Regierung um diese Entscheidung nicht beneiden kann. Also alles ist es völlig richtig, dass angesichts dessen, was da ganz offensichtlich stattgefunden hat in Bad Aibling, dass das Parlament, die parlamentarischen Gremien diese Liste sehen müssten, diese Selektoren sehen müssten, halte ich für völlig richtig. Wäre es eigentlich eine Frage der Anständigkeit der Regierung, ihre engsten Partner darüber zu unterrichten, dass sie ausspioniert worden sind. Und zwar übrigens zeitweilig mit Hilfe des BND, aber dass man ihnen zugleich auch sagt, Vorsicht, ihr steht da auf der Liste dieser Selektoren, dieser Suchbegriffe. Mhm. Auf der anderen Seite, ich glaube auch nicht, dass das eine Frage ist, die in Karlsruhe gut aufgehoben ist. Das ist eine politische Entscheidung. Ja. Was machen wir am Ende, wenn die Amerikaner ganz klar sagen, wenn ihr das tut, ist das ein Bruch einer Vereinbarung? Und es wird Konsequenzen in der Zusammenarbeit haben. Wir haben hier heute Abend schon darüber gesprochen. Es ist nun schlicht so, dass Ihnen jeder in diesem Bereich sagen wird, dass die Deutschen im Bereich der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit keinen wichtigeren Partner haben als die NSA. Das gilt für den gesamten Bereich, das gilt für die gesamte Syrien- und Irak-Problematik, es gilt für die gesamte IS-Problematik. Dann ist es für eine Regierung sehr schwer zu entscheiden.
dann wird es für diese Regierung sehr schwer werden zu entscheiden. Herr Schäfer-Gümbel. Also ich würde gerne zwei Punkte sehr konsequent voneinander trennen, weil ich glaube, dass Herr Mascolo recht hat, dass das eine extrem schwierige Entscheidung ist. Erstens muss man klar sagen, die Partnerschaft mit den Amerikanern, auch in der geheimdienstlichen Zusammenarbeit, ist wichtig und richtig. Da hat auch Herr Mayer völlig recht. Auf der anderen Seite muss man klar sagen, das muss eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein. Es gibt hier keine Vasallentreue und kein Vasallenverhältnis mit den Amerikanern. Und das, glaube ich, muss in den Gesprächen auch der Bundesregierung in die Richtung deutlich werden. Und man muss den Amerikanern auch sehr deutlich sagen, wir erwarten auch als deutsches Parlament, ich rede jetzt mal für den Deutschen Bundestag, der einen Kontrollauftrag hat, nichts anderes als die Rechte, die sich der amerikanische Kongress rausnimmt in der Überprüfung der Geheimdienstarbeit. Weil da käme niemand auf die Idee, dass wenn das Parlament in der Kontrolle der Geheimdienste in Amerika bestimmte Listen haben will, dass das in den zuständigen Ausschüssen dafür behandelt wird. Der zweite Punkt ist in der Tat, was heißt das für unsere Aufsicht jetzt und in der Zukunft für unsere Nachrichtendienste? Also wieso kommen wir sozusagen immer nur reaktiv an solche Punkte? Warum ist die parlamentarische Kontrolle nicht so aufgestellt, dass wir solche Ereignisse rechtzeitig und frühzeitig erkennen? Also wo ist sozusagen der Mangel auch der parlamentarischen Kontrolle in Deutschland? Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Aber ich will bleiben bei den Sicherheitsinteressen. Ja. Sie haben gesagt, Sie wollen sauber trennen. Aber dann muss man doch auch sehr genau hinschauen. Sie haben jetzt gesagt, es darf keine Vasallentreue geben von Deutschland. Wir sollen auf Augenhöhe sein. Sind wir aber doch nicht. Herr Mascolo erklärt ja auch, wie sehr Deutschland die Arbeit der US-amerikanischen Geheimdienste braucht. Aber umgekehrt brauchen die uns, glaube ich, nicht so sehr. Das stimmt, Frau Will, aus meiner Sicht so nicht. Auch die US-Amerikaner sind auf den BND und auf seine Expertise angewiesen. Zum Beispiel in der Ukraine, zum Beispiel im Nahen Osten, wo die Amerikaner kein Standing mehr haben. Aber die Partnerschaft will man sich ja nicht verderben. Und deshalb will ich fragen, wie groß ist denn der Preis, den man zu zahlen bereit wäre, die Amerikaner zu verstimmen in der Frage, wir veröffentlichen diese Lektorenliste oder wir geben sie in die Ausschüsse, wir stellen sie dem Bundestag zur Verfügung. Die US-Amerikaner haben gesagt, Leute, das haben wir nicht zugestimmt. Was ist der Preis auch in Sicherheitserwägungen ausgedrückt? Das ist relativ einfach aus meiner Sicht. Es ist, sage ich mal, argumentativ einfach. In der Sache wird es dann kompliziert. Der Preis des massenhaften Grundrechtsbruchs ist nicht akzeptabel in Deutschland in der Zusammenarbeit mit amerikanischen Geheimdiensten. Und deswegen, so einfach dieser Satz gesagt ist, so schwierig wird das anschließend, da bin ich sehr bei Herrn Mascolo, so schwierig wird das anschließend in der Zusammenarbeit, weil man natürlich darauf setzen muss, auch das Verständnis auf der amerikanischen Seite zusammenhängt, dass bestimmte Sachen schlicht nicht gehen. Und wenn die Kanzlerin sagt, wir erwarten, dass deutsches Recht gilt, dann ist das der Punkt, der Maßstab für die Zusammenarbeit ist. Das wird sicherlich sehr ungemütlich in den nächsten Wochen, weil wir lernen gerade, dass das die amerikanische Seite offensichtlich nicht interessiert hat. Aber wir erleben es ja derzeit handfest an dem Beispiel Internetüberwachung in Bad Aibling. Wie kam es denn zu diesem Bruch der Kooperation zwischen den beiden Nachrichtendiensten? Der BND hat aufgrund der Erkenntnisse der letzten Wochen den Amerikanern gesagt, wenn ihr weiterhin Selektoren eingestellt haben wollt zur Internetüberwachung, müsst ihr uns bei jedem Selektor mit dazu sagen, weshalb ihr genau diesen Selektor angewandt haben wollt. Die Amerikaner haben dann ihrerseits die Kooperation unterbrochen, zumindest jetzt mal vorläufig. Na gut, weil sie gesagt haben, dass man bei, ich glaube, etwas über 4 Millionen Internetselektoren gesagt haben, für jeden Einzelnen jetzt dahinter zu schreiben, warum wir das eigentlich machen, das machen wir nicht. Und selbst wenn man die Arbeit sich machen könnte, werden sie das auch nicht tun. So, weil sie ja in jedem Einzelnen. Aber dann wird es eben diese Kooperation in diesem Umfang nicht mehr geben können. Dann wird man sich auch natürlich konzentrieren können auf Afghanistan, auf andere Krisenherde, Syrien, wenn es das Ausland betrifft. Hier reden wir ja von den Selektoren, die dann hinweisen auf deutsche Unternehmen, auf europäische Unternehmen. Die Zusammenarbeit es gibt überhaupt keine Internetüberwachung mehr. Auch in Syrien, auch in Afghanistan mehr. Also nicht nur bei deutschen Unternehmen ist die eingestellt worden, die sowieso, weil die größtenteils ja schon ausgeflüchtet wurden. Sondern es gibt momentan überhaupt keine Internetüberwachung mehr zwischen NSA und BND in den Krisenregionen, in Syrien, in Afghanistan, in Russland. Das ist mit Sicherheit nicht im deutschen Sicherheitsinteresse, um dies klar dazu zu sagen. Aber die Rechtsproblematik ist unterschiedlich.
Bezogen auf das, was möglicherweise in 40.000 Selektoren enthalten war, nämlich Bezug zu deutschen, europäischen Institutionen, Verantwortlichen und so weiter. Da haben wir wirkliche Rechtsprobleme. Beim anderen, das ist jetzt in eins gepackt worden, da haben wir ja im Ausland immer noch eine etwas differenziertere Rechtslage, ist auch kein rechtsfreier Raum, aber da haben wir noch eine andere Situation. Und möglicherweise kann es eben dazu kommen, dass künftig die Zusammenarbeit sich dann eben auf Bereiche beschränkt, wo wir nicht in diese Rechtsfragen kommen. Denn am Ende teile ich Ihre Einschätzung, Herr Schäfer-Gümbel, es kann nicht sein, dass massenhafter Grundrechtsverstoß hingenommen wird, weil vielleicht eine Erkenntnis oder mehrere Erkenntnisse daraus interessant wären. Das geht dann in der Form nicht und dann muss man nach anderen Wegen suchen und das Recht wird eingehalten und auf der Basis kann man weiterarbeiten. Und da muss eben auch begründet werden. Ich meine, es muss heute schon bei jeder Übermittlung von Daten des Bundesnachrichtendienstes mit Zustimmung des Kanzleramtes an auswärtige Stellen eine klare Zweckbestimmung da sein. Steht alles in den Gesetzen. So, und dann, wenn man sich an diesen Rechtszustand hält, dann wird man eben eine andere Praxis entwickeln müssen, auch der NSA. Die Praxis und die Partnerschaft. Ich möchte mir noch mal kurz mit Ihnen anschauen und einen Blick werfen auf den BND, einen Blick, den das Kanzleramt uns in relativ harscher Weise möglich gemacht hat. Im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht hat das Bundeskanzleramt technische und organisatorische Defizite beim BND identifiziert. Das Bundeskanzleramt hat unverzüglich Weisung erteilt, diese zu beheben. Wie hilfreich ist das, Herr Mayer, den eigenen Dienst so hinzuhängen und im Grunde genommen als Sicherheitslücke zu entlarven? Der BND ist durch das Kanzleramt nicht hingehängt worden und auch nicht als Sicherheitslücke definiert worden. Es sind organisatorische und technische Defizite festgemacht worden. Und das habe ich ja auch schon gesagt, die gibt es zweifellos in der Zusammenarbeit mit der NSA. Deswegen ist sie ja zum Beispiel jetzt, was die Internetüberwachung anbelangt, unterbrochen worden. Hat der BND aber gestärkt, dass er das über sich lesen durfte? Ich wehre mich dagegen, den BND generell als Versagertruppe hinzustellen, ja, als Dilettanten. Aber das Kanzleramt hat das ja gemacht. Ich interpretiere beim besten Willen oder auch beim bösesten Willen diese Pressemitteilung nicht so, dass das Kanzleramt hier den BND als Versager hingestellt hat. Ganz im Gegenteil. Hat es den BND gestärkt? Naja, der BND hat zu Recht, ehrlich gesagt, einen überbekommen, weil das bereits im August 2013 ein Unterabteilungsleiter weiß, was da passiert ist, dass europäische Freunde ausspioniert worden sind. Und dann guckt er sich diese Liste an. Und so geht ja jedenfalls die Geschichte. Und bisher haben wir keine anderen Informationen. Und unterrichtet darüber weder seine Vorgesetzten noch das Kanzleramt. Ist ein Vorgang, der nicht geht. So. Der aber kein Skandal ist, Herr Maskulow. Genau. Das ist ein Fehler. Diesen Fehler identifiziere ich genauso beim BND. Beim BND sind Fehler gemacht worden. Aber nicht jeder Fehler, der gemacht wird, ist automatisch ein Skandal. Ich erinnere mich auch nicht, das gesagt zu haben. Ja, aber in den Einspielern haben wir gesehen, diverse Oppositionspolitiker sprachen von Skandal. Ja. Und ich wehre mich eben gegen diese Hysterie und gegen die Skandalisierung dieser Angelegenheit. Es sind Fehler gemacht worden, unstreitig. Wir müssen gar nicht über Skandal und Hysterisierung. Wir können über etwas ganz Schlechtes reden. Weder beim BND noch im Kanzleramt ist das, was wir alle hätten erwarten können, seit Beginn der Snowden-Enthüllung, nämlich eine saubere Aufarbeitung dessen, was macht der BND, operiert er eigentlich in weiten Teilen nach einem ähnlichen Muster, wie die NSA es auch tut. Wir kennen ja irgendwie den Satz der Kanzlerin, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. In Wahrheit geht es ja doch, der BND tut es auch. Dann würde der BND sagen, wir machen das natürlich nicht in dem Umfang, wie die NSA das tut, aber sie tun es irgendwie auch. Dann kommt die berühmte Geschichte mit dem abgehörten Telefonat von Hillary Clinton. So, man wusste auch im Kanzleramt, dass es solche Mitschnitte amerikanischer Politiker gibt. So, das ist irgendwie bekannt gewesen, auch die Praxis ist bekannt gewesen. Dann sagt man, na gut, es gibt aber einen großen Unterschied, ob ich sozusagen jemand gezielt abhöre oder ob ich aus Versehen da mal jemanden mitbekommen, dann gucke ich mir das irgendwie an. So. Und was wir seit und viel zu spät erleben, ist, dass diese Regierung sich nie an irgendeiner Stelle ehrlich gemacht hat und gesagt hat, was ist eigentlich nachrichtendienstliche Arbeit? So, wie ist der Graubereich in diesem Markt? Wie sieht unsere Zusammenarbeit mit der NSA aus? So. Und ich glaube, jetzt wird es Zeit. Jetzt wird es Zeit, der Wahrheit irgendwie ein Stück näher zu kommen. Es wird übrigens auch Zeit, und ich begrüße sehr, dass insbesondere die SPD sich da ein Stück engagiert auch und sagt, wir brauchen auch eine saubere gesetzliche Grundlage
für unseren eigenen Nachrichtendienst, was wir denen im Ausland eigentlich machen lassen, weil wir ehrlich gesagt nach dem gleichen Prinzip operieren. Und wir gucken, wenn es um uns selbst geht, wenn es um deutsche Staatsbürger geht, dann gibt es bestimmte Schutzrechte. Aber wenn es irgendjemand anders ist, dann unterliegt es alleine der Frage der politischen Opportunität und der technischen Möglichkeiten, ob ich seine Kommunikation abfange oder nicht. Das ist der Kern der Snowden-Enthüllung. Und das muss ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass in einer Zeit, in der unsere Kommunikation, selbst wenn es nur eine Mail zwischen uns beiden morgen Abend ist, wenn die einmal um die Welt reist, dass im Grunde überall da, wo sie durch ein Netz geht, ein Nachrichtendienst sagen kann, ich gucke mir das mal an, ob da irgendwas drin ist, was ich interessant finde. Zumindest zwischen befreundeten Nationen muss dieser Unsinn jetzt aufhören. Da brauchen wir eine internationale Grundlage dafür. Weil da reichen ja nicht, dass wir deutsche Gesetze haben. Das kann man ja weltweit nicht regeln. Was der Nachrichtendienst nicht darf, ist ohne jegliche Beschränkung im Ausland Kommunikation überwachen. Das darf er nicht. Sie haben ja selbst gesagt, es gehen Gespräche um die Welt. Auch am Ende landet wieder es bei einem Deutschen. Da hat heute schon der Bundesnachrichtendienst ganz andere rechtliche Verpflichtungen. Das hat ja der Herr Papier gerade auch als Experte im NSA-Untersuchungsausschuss sehr überzeugend dargelegt. Hat aber leider mit dem, was der BND macht, auch wenn Herr Papier das sagt, nichts zu tun. Nein, deshalb ist es ja. Deshalb sieht man ja, dass es da erhebliche Defizite gibt. Ich habe das als Befreiungsschlag empfunden, von Seiten des Kanzleramtes zu versuchen, zu sagen, wir haben nichts gewusst, der BND hat Defizite, denn es muss ja alles mit Zustimmung des Kanzleramtes erfolgen. Ein Befreiungsschlag am Schluss einer Sendung. Herzlichen Dank dafür. Hat mich interessiert, aber macht einem auch ein bisschen Angst. Oder möglicherweise sogar ganz viel Angst, wenn Sie jetzt noch eine Mail schreiben und um die ganze Welt schicken wollen und dann davon ausgehen müssen, dass sie mitgelesen wird. Nicht schön. Schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.